Ja, hallo. Ich möchte dir heute zeigen, wie du ein tolles Windlicht in dieses oder mit diesem Glas machen kannst. Weihnachtlich, natürlich, herzlich. Ich denke, da kann man wirklich lange Freude daran haben. Dazu habe ich solche Äste gesammelt. Die findet man in der Schweiz ab einer gewissen Höhe, so ab 1500 Höhenmeter. Und die mache ich jetzt in verschiedene Längen. Ich zerbreche sie. Man könnte bestimmt auch etwas mit Leim machen, aber der Nachteil ist, wenn mal zum Beispiel das Glas nass wird oder wenn zum Beispiel auch von der Wärme und der Kälte plötzlich das Glas anlaufen würde und dann so feucht würde, würde es kaputt gehen. Darum empfehle ich dir, das mit Draht zu machen, etwas aufwendiger, aber auch etwas nachhaltiger. Man nimmt dann ein Draht. Ich nehme hier jetzt so 24 cm langer schwarzer Draht und mache diesen hier ringsum. Ich mache das jeweils so mit dem Spitzzangli und mache dann solche Büscheli. Ich mache manchmal mit drei Zweigen, manchmal mit einem Zweig, je nachdem. Manchmal schaue ich auch darauf, dass nicht beide Drähte gleich lang sind, also dass ich zum Beispiel, wenn ich dann anschließend beim Einstecken einen etwas längeren Draht brauche, habe ich dann welche mit einem längeren Draht. Von diesen Ästen braucht es relativ viele, damit man dann wirklich eine schöne Kreation ringsum machen kann. Darum zeige ich einfach ein paar so Holzbündeli zum Anraten, weil sonst geht das Making-of zu lang von diesem Herbst- oder Weihnachtsglas. Wichtig ist auch, dass man teilweise die Äste nicht in der Mitte, sondern eher unten zusammenbindet, damit man dann auch die Möglichkeit hat, schräg unten anzufangen und die Kreation so noch etwas spannender zu machen. Lass mich jetzt mal ein wenig anraten. Und du kannst dann später wieder reinschauen, wenn es dann wirklich um die Fertigstellung dieser Kreation geht. So, jetzt habe ich die Äste angedrahtet. Ich nehme jetzt hier einen solchen Würfel aus Oasis, das ist so Trocken-Oasis. Und mache hier mal drüber, dass es nicht so wüst aussieht, ein wenig Tillandsiamos. Was ich ganz vergessen habe zu sagen ist, man kann diese Kreation auch super machen mit Moosästen, also mit den normalen Moosästen, die man im Wald findet. Und jetzt ist das Ziel eigentlich, dass die angedrahteten Äste hier so ringsum gemacht werden und dass am Schluss nichts mehr vom Oasis ersichtlich ist und dass das Glas wunderschön eingepackt ist. Was ich noch vergessen habe, ist hier das Preisschild oder besser gesagt den Code wegzunehmen. Das mache ich dann anschließend, aber einfach, dass wir darüber gesprochen haben, das sieht natürlich nicht so toll aus, wenn das noch dran ist. Wichtig ist auch, dass man schaut, dass nicht einfach nur untenrum Äste sind, sondern dass wirklich auch obenrum Äste sind. Ich denke, vorsichtig muss man sein, damit es nicht so kommt, dass plötzlich ein Ast über das Glas hinwegragt, weil sonst haben wir plötzlich ein Problem, dass das Glas zu brennen, aber besser gesagt, das Holz zu brennen beginnt. Und wir so ein Problem haben mit der ganzen Kreation. Wichtig ist auch, dass der Oasis nicht zu klein ist. Also das heißt, dass man dann nicht unten reinkommt mit den Ästen. Weil sonst müssen wir die Äste plötzlich so schräg machen und das wäre nicht so toll. Ich hoffe, du kannst meinen Ideen und meinen Überlegungen gut folgen. Verstehst
was ich dir mitteilen will mit dieser Kreation. Auch meine Überlegungen, wie man es machen soll oder kann. Wichtig finde ich auch, dass wir nicht zu breit werden. Das heißt, dass wir nicht da irgendwie am Schluss eine solch große Kreation bekommen, sondern dass sie klein und kompakt bleibt. Das Wichtigste ist am Schluss dann, dass man kontrolliert, sind alle Drähte schön im Oasis gelandet oder muss ich sie noch drehen. Das heißt nicht, dass plötzlich dann ein wunderschöner Tisch kaputt geht, dass er zerkratzt wird von der Kreation vom Floristen. Oder das wäre natürlich das Dürfte, was passieren kann. Da könnte man vielleicht sogar verklagt werden. Das wünscht man sich ja nicht, wenn man etwas Schönes kreiert. Natürlich kannst du mir auch Fragen stellen, wenn du das möchtest. Schreib es einfach in die Kommentare. Ich schaue wirklich immer, dass ich auch Fragen beantworte. Und toll ist natürlich auch, wenn du mir ein Like gibst, wenn es dir gefällt, was ich hier kreiere. Oder schau auch mal auf meiner Facebook-Seite Floralein Tobias Kopp rein. Dort sind auch immer wieder spannende Sachen gepostet. So, wichtig auch, dass das Glas schon gerade steht. Da haben wir jetzt gemerkt, es ist noch nicht ganz gerade. Sonst haben wir dann plötzlich ein Problem, dass die Kerze nicht schön abbrennt. Ich glaube, so haben wir dann wirklich ein schön gerades Kerzenglas, natürlich ausgarniert. Jeder kann dann selber überlegen, wie er das noch schöner machen will. Das heißt, ob er noch einen anderen Schmuck reinmachen will. Also da zum Beispiel möglich ist, dass man noch Sterne oder sonstige Naturmaterialien reinmacht in diese Kreation. Das heißt, dass man zum Beispiel oben ran noch Sterne klebt oder unten rein noch Fruchtstände macht zum Beispiel. Da ist man wirklich am Schluss frei und flexibel. Ja, ich hoffe, es hat dir etwas geholfen, dieses kurze Tutorial für ein ausgarniertes Glas mit Naturmaterialien wie Moosästen. Das da hier sind jetzt so Flechtenzweige, aber das kann man wirklich auch problemlos mit Mooszeichen machen. Ich nehme jetzt das Glas noch raus und schaue jetzt unten. Ah, hier hat es noch Drähte, die rausschauen. Die muss ich wirklich noch wegdrehen. Sonst haben wir wirklich ein Problem. Ich denke, am besten ist wirklich auch, wenn man einen Teller unten dran nimmt, dann haben wir eine saubere, sichere Sache. So, dann ist das Glas fertig. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. So, das Glas noch einmal in einer anderen Perspektive. Ich denke, Teelicht ist möglich, aber auch eine große Kerze ist da möglich reinzutun. Und die Etikette nicht vergessen rauszunehmen.